Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt gegen die SGH 2 Kuh Herrenberg wollen die Handballerinnen des HC Rödertal in der zweiten Handball-Bundesliga weiter punkten. Schon am Samstag steht das nächste Heimspiel an, dann erwarten die Rödertal-Bienen die Turngemeinde Nürtingen. Die Gäste aus dem baden-württembergischen Landkreis Esslingen haben aktuell 9:15 Punkte auf dem Konto und belegen in der Tabelle den 11. Platz. HCR-Trainer Frank Müller warnt jedoch davor, die TG zu unterschätzen. So steht auf Seiten der Gäste mit Verena Breidert, die Zweitligatorschützenkönigin der Spielzeiten 2015-2016 und 2016-2017 auf der Platte. Und bisher konnten die Neckar-Tweets in dieser Spielzeit schon 6 Punkte in der Fremde holen. Die Rödertal-Bienen sehen dem Spiel dennoch gelassen entgegen, auch weil Tilde Bösen nach ihrem Mittelhandbruch wieder im Kader der Mannschaft steht. Spielbeginn des Tabellensechsten in der Sporthalle am Schulzentrum in Großröhrsdorf ist um 17.30 Uhr. Das Spiel wird zudem live im Internet via sportdeutschland.tv/hbf übertragen.